Was hat die kostet? Die hat 320. 320 kostet Ja, die. ich glaube, Okay, die ja zweite gut. Zahl hat auch noch verlängert. Ich Ach glaube, so, die das zweite ist wollte auch noch China. Okay, gut. 50 Euro oder so. Gut. Und Das das ist muss aufgesteckt. ja. Das Interessante daran ist, dass USB-C, gut. der Dingens drinne, der Chip drinne, Ja. ist von SeeKernel aus USA. Im Endeffekt, ich habe es ein bisschen verglichen, auch wenn du von FLIR so Kameras kaufst, der Chip ist ungefähr gleich gut wie bei so einer 3000 € FLIR-Kamera, wenn du es in der Hand hältst. Die App funktioniert brauchbar, richtig gut funktioniert es halt, wenn du es über ein Kabel am Computer anschließt und dann Open Source Software verwendest, dann kannst du es top auswerten. Ach so, also jetzt Danach, hast du es übers Handy. ja, der Nachteil an der ist, der hat halt eine feste Brennweite. Deswegen habe ich noch eine Makrolinse dazu gekauft. Das ist eigentlich eine CO2-Laserlinse. Da habe ich mir hier einen kleinen Halter gedruckt. Mit der kann ich Okay. dann auch für meine Elektronik im Nahbereich fokussieren, sonst ist im Nahbereich die Also die hast du Fokussierung. jetzt nicht drin, oder? Doch, Doch, das da ist ist er. die, ja, da ist die, Okay, gut. ist Gut. eingeschlagen da drin, ja, genau da ist die. Die kostet 20 Euro, ist eine CO2-Laserlinse und die ist halt für dieses nahe Infrarot oder was auch immer, das ist durchsichtig. Gut, jetzt hau mal die Dings auf, deine. Aber so fürs hier im Haus rum funktioniert auch die für, reicht auch die gut. Das ist halt die App dazu, ne? Ja, was hat die? 300, Die 360 auf. App, die ist standardmäßig mit drauf die kriegst du von dem Ja, Hersteller mit, ja. oder? Es gibt auch noch zwei, drei Open Source oder Cool, es gibt auch also noch zwei, drei andere Apps, aber jetzt und ist. misst er auch, mess mal jetzt hier, was hier Ja, du der kannst hier Bruder die. ausmacht. Also Da, welche, du hörst, dass er wo jede hast du den Sekunde das. zugeschaltet, da? Ja. Okay. Da kannst du auch Min-Max anschalten. Das ist hier in der Mitte, das ist Min-Max. Du hörst, wie er alle 3, 4 Sekunden klickt. Das ist, dass der Kalibrier-Shutter davor fährt. Dadurch kalibriert er dann immer wieder die Temperaturen, dass er auch die Absoluttemperaturen richtig anzeigt. Cool, das will ich jetzt mal sehen. Also halte mal auf Richtung Ofen. Was sagt er da? Ja, siehst du auch die Steine im Ofen. Ja. Da siehst du, der Ofen hat 60 Grad links am Rohr. Da, wo der Brenner ist, das ist jetzt der Ja. Ölbrenner. Buderus ÖH20. Ja. 60,6 oder so hat er da. Gut. Da siehst du, dass du auch die Und da kommt er Kachel. aus dem Ja. Lüftungsschacht raus. Sehr gut. Da siehst du auch, dass du hier die Kacheln wahrscheinlich einfach zugeputzt hast. Wahrscheinlich sind die Kacheln noch drunter, ne? Ja, klar. Ja, das passiert schon. Und jetzt Ja, die sind mach mal der drunter. Muss ich Bode. einfach drüber Mach putzen. mal der Ja, Bode. Was hat siehst, der der Boden Bode? hat hier. Naja. 20 Grad, okay. Ja, wo hier noch in der Nähe vom Ofen ist noch mehr, ne? Ja. Da war es noch eher 21, hier bestand bei 20. Ja, und da sind wir nicht hier beim unterm Tisch. Sind wir, und jetzt gehen wir mal Richtung Wand. Gehen wir jetzt mal Richtung Wand vom Haus. Nein, also, genau, Das erstens mal. siehst du, bis oben schon deutlich wärmer Jetzt machen wir ist. erstmal die Wand. Siehst allein die Was hat die Tisch und so Wand? Pass weiter, auf, da ist schon wärmer. die Wand Da kommt hat drauf an, wo. Hier unten. 19,6. Nur unten hat sie 19 hier in der Ecke. Da, ja, Das ist nicht, weil es 19. vom Keller nämlich raufkommt. Und hier steigt sie dann, hier hat sie dann 20. Fensterscheibe hat auch 20. Und oben hast du ja, 21. 20 direkt zur Decke hin wird es wieder schlechter. Da zieht irgendwo noch was weg. Hier direkt in der Kante verlierst du wieder irgendwo Wärme. Wahrscheinlich irgendwo die Zwischendecke nicht ganz so gut gedämmt ist. Irgendwo verliert die wahrscheinlich zum Balkon raus Ne, drüben das oder so. sind zum Teil, muss man, wie gesagt. Ja, du siehst, deine Wände verlieren einfach in den Ecken. Ich weiß nicht, ob da Luft wegzieht, aber die Ecken sind schon kalt. Die sind kalt, ja, 17,9, warum ist das so? Na, Ecken sind oft Wärmebrücken. Ist die Frage, wie du das außen gedämmt hast. Außer ist durchgängig gedämmt. Die Frage ist, warum es da an der Ecke, ob das jetzt ein Denkfehler ist, Ja, weißt aber oder? du siehst, wie sich überall also die ganzen Kanten sind ja Also völlig ich hatte ausgefärbt. festgestellt, dass das auch, weißt, normalerweise hier an den Aha. Fenstern, da zeigt es immer eine Wärmebrücke an oder eine Kältebrücke. In Wirklichkeit staut sich da staut sich, läuft, ist es, liegt es daran, weil die Temperatur nach oben Ja, aber geht. es ist ja sogar andersrum. Ich meine, du siehst, wie die Temperatur hier hochgeht. Du Ja. siehst da oben an der Kante, du siehst, wie die aufsteigende Luft da hängen bleibt. Aber oben der Rollladenkasten, was ist das? Das ist schon relativ kalt noch. Das ist kein Da. Rollladekasten. Das stimmt, Tasch.
Ja, ist jetzt interessant, woran es liegt, ob da die Dämmung von außen an der Leitung verliert, sozusagen, weißt du, nach unten. Ja. Ich schätze, da verliert die Dämmung zur Leitung vom Fenster hin, so wie du es eingebaut hast. Ja. Aber ja, du siehst, bis auf 80% von der Raumhöhe ist ziemlich gut eigentlich mit der Temperatur. Oben über dem Regal siehst du auch, wie sich hier ein bisschen die Wärme staut. Ja, schon 21,5, hier unten hast du weniger. Ja, also was mich jetzt interessiert, insgesamt, ich meine, was mich im Speziellen interessiert, ist die Frage, ob normalerweise diese Temperaturdifferenz, was sich bei euch auch stattfindet, ist das, dass an der Wand, wenn ungedämmt ist, ist an der Wand extrem kalt, ja. Da zieht es dann auch rauf, gefühlt subjektiv, also an dem am Rücken. Und mir hat jetzt eine Dämmung drauf und an der Dämmung ist die Temperaturdifferenz nicht mehr so groß. Und das ist nämlich der Unterschied bei euch. Du siehst, dass hier eine Leibung von den Fenstern verliert noch am meisten, da die Leibung so schräg nur. Ja, weil da die Fenster, da ist ja Kunststoff dazwischen. Ja. Das siehst ja, das ist ja schon hier im Kunststoff. Ja. Da müsstest du normalerweise auch ein anderes System haben, was hier. Auch hier zum Beispiel siehst du auch, da ist nichts gemacht. Ja. Da verliert das uns richtig. Ja. Das sind, wobei das ja schon hochwertige Fenster sind. Also, ich muss auch sagen, wenn hier nichts. Aber wenn der drei, heute hast du dreifach, das sind ja, was ja. Große sind, ist dreifach? Nee, sind zweifach, gell? Das sind zwei. Zweifach. Die sehen zweifach aus. Zweifach isoliert, links, rechts. Aber die Schallschutzfenster, ja, das gab es wahrscheinlich nur zweifach. Ja, da gab es uns einmal. Ja. Und da geht es ja hier am Ding rein und heute hast du ja dann dreifach Fenster, weißt du. Du musst halt auch immer hier schauen, der passt da durchaus die Skala an. Wir sind hier bei einer Temperaturdifferenz von, sagen wir mal, 20 zu 18,5. Also es ist nicht, dass wir ultra kalt sind. Ja. Das ist nur, dass außerdem ist das nicht das Riesenproblem, sondern aber die. Aber draußen ist auch nicht kalt heute. Darf man vielleicht auch nicht vergessen. Ja, gut, aber das ist so. Aber das ist der Unterschied auch bei dem einen. Was hat der Boden nochmal? Darf ich mal kurz vorsichtig? Nein, darf ich da. 20. 20, so, und jetzt gehen wir mal Küche. Küche ist immer, da haben wir zum Beispiel unter drunter keine Dämmung. Und ja, hier haben wir Fliese. Ja. 17 Grad haben die vier. Ja, genau. Und hier haben wir unter drunter keine Dämmung. Das heißt also, mir im Keller ist quasi, geht es zur Decke. Und von daher ist die Raumtemperatur halt, wird direkt übertragen. Ja, und da ist natürlich, jetzt die Spülmaschine hier schwarm. Klar. Spüle irgendwo die Leitungen drunter. Da spiegeln wir uns ein bisschen Metall von der Wärmestrahlung. Na ja, die Wand 18 Grad. Jo, jetzt können wir mal einen oberen Dachboden auf. Ah. Ich will den Dachboden auch gerade mal messen. Wäre so eine coole Kamera. Was hat sie gekostet? Ich schätze mit Steuern und Zoll und sowas wahrscheinlich jetzt so 380 oder so. Ja, machen wir hier. Guck mal, wir gehen mal hier hoch. Ein bisschen interessant. Da ist schon eine Handabbrücke auf dem Geländer. Was? Handgelenktasch. Wo ich nicht gefasst habe. Sie spielt jetzt gerade Handgelenktasch auf dem Geländer. Was hat zur Treppe? Weil da ist jetzt Holz drunter. Da geht es ja unten im Keller. Damit sagt, mach mal die Tür. Zeig mir mal die Tür, wie kalt die Tür ist. Luftzug aus dem Keller hoch. Okay, komm mal hier. Jetzt will ich mal wissen, was da ist, wenn man es mit zum Kühlen. 17 Grad. 17 Grad. Ja. Und wenn man jetzt auch, wenn ich die Tür aufmache. Auf 16,5 oder so. Die hält sich nichts. Okay. Das heißt, die. Und weiter unten 16 vielleicht. Mhm. Da siehst du, jetzt wo wir hier nicht hingetreten sind, am Boden hat auch 16 Grad hier. Was ist das? Das sind noch meine Schuhe. Deine Schuhe, die noch warm sind. Ja. Okay. Cool. Aber ich hatte immer ein Verhältnis, man muss halt immer gucken, dass er die Skala hat. Ja, jetzt kommen wir mal auf. Schuhe noch mal ausdampfen. Ja, witzigerweise habe ich die eigentlich tatsächlich ziemlich unabhängig von der Heizungsthematik gekauft, weil ich sie gebraucht habe, um meine Grafikkarte zu reparieren. Ja. Hat sich auch gelohnt. Aktuell 1000 Euro wert die Grafikkarte bei den aktuellen Chippreisen. Selbst gebraucht. Wert ist immer so eine Sache. Wert ist immer relativ. Ah. Jetzt, was mich interessiert ist, zu den Fenstern aus. Ja, jetzt sehe ich gar nichts, weißt du? Hast du Hand davor oder was? Nee, hat nur gebraucht, bis es gerade anpasst. Ja, siehst du, dass sie relativ gut reflektieren. Die haben irgendwie so eine Thermobeschichtung drauf, dass sie
Infrarot reflektieren. 17 Grad. 17 Grad hast. Okay, und wie sieht es da aus? Achso, und da sind halt die Ränder ganz normal, aber sonst geht es ja. Und was ist oben? Ja, wahrscheinlich auch gut. Da hast du 18. Hast du es? Wundert mich jetzt ganz arg. Cool. Wahrscheinlich gut gedämmt. Das hätte ich jetzt gesagt, da ist nichts. Machen wir hier diese Wände. 17,5. Hey, das ist ja cool. Ja. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, zeig mal, das, da haben wir nur Zwischensparerdämmung gemacht. Dämmung hier oben ist gut. Ich habe das auch mal ausgerechnet. Jetzt für Reitwagen. Zwischensparendämmung ist nicht so schlecht. Das Holz dazwischen isoliert nicht so schlecht wie der Dänisch. Das ist echt über 18 cool. Grad hier. Du siehst da, wo die Dachbalken rauskommen, ist kalt. Da ist 17 Grad hier, so in den Löchern, aber sonst an sich, die Dämmung hier ist gut. Cool. Was macht der Kamin aus? Sag mal, Kamin. Der ist schon mal warmer, gell? Also 20 Grad hat der. Ja, 20 Grad hat er noch oben im Ding. Ja. Okay, das halt, und die bräuchte er theoretisch nicht, aber der pusht das halt so viel aus, wie es halt unter, über, drüber da reinheizt. Das siehst du selbst, wie er in der Mitte wärmer ist und an der Ecke, wo er dicker ist, an der Kante ist er kälter. Weißt du, weil der dickere Materialstärke ist? Nein, das macht nicht viel, aber